Die Unterhaltsverpflichtung in der Corona-Krise. Wichtige Aspekte, welche gerade jetzt in Zeiten von Corona bei Unterhaltsverpflichtungen zu berücksichtigen sind, möchte ich heute in meinem neuen Video euch näher bringen. Hallo, mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich bearbeite hier als Fachanwalt im Familienrecht unser familienrechtliches Dezernat. Thema heute ist erneut Einschlag Corona-Krise, die Unterhaltsverpflichtung, die euch möglicherweise gerade getroffen hat oder schon länger betrifft und welche Auswirkungen gerade die Corona-Krise darauf haben dürfte. Zunächst einmal ist es so, dass viele natürlich augenblicklich davon betroffen sind, dass in der Corona-Zeit halt das Arbeiten ruht. Damit verbunden natürlich möglicherweise bei euch auch Einbußen eurer Einkommensverhältnisse, ob ihr abhängig beschäftigt seid oder ob ihr selbstständig tätig seid. Man spürt es am Monatsende im Portemonnaie und dementsprechend stellt sich natürlich schnell die Frage, wie sieht es mit meinen Verpflichtungen aus, ganz besonders mit Verpflichtungen in Unterhaltshinsicht. Da kommen natürlich zunächst einmal Unterhaltsverpflichtungen in Betracht, die ihr gegenüber Kindern habt oder gegenüber Ex-Partnern, geschiedenen Partnern. Diese Unterhaltsverpflichtungen möchte ich heute etwas näher beleuchten. Es gibt darüber hinaus noch weitere Unterhaltsverpflichtungen, die im Familienrecht fußen. Die möchte ich außer Acht lassen heute und mich konkret auf den Kindesunterhalt und den Trennungsunterhalt bzw. nachehelichen Unterhalt konzentrieren. Zunächst einmal ist es so, dass eine Unterhaltsverpflichtung natürlich per se gegeben ist, dadurch, dass ihr Kinder habt, wenn ihr euch getrennt habt, wenn die Eltern nicht mehr zusammenleben, ist das bei weitem häufigste Modell immer noch das, dass ein Elternteil die Kinder betreut und der andere Elternteil dann bar unterhaltsverpflichtet ist. Und diese Unterhaltsverpflichtung ist mitunter dann auch schon gegeben bei euch. Je nachdem, wie ihr es geregelt habt, besteht darüber sogar ein Titel. Da komme ich gleich nochmal zu. Dann ist ganz besondere Vorsicht geboten, wenn die Unterhaltsverpflichtung tatsächlich tituliert wurde. Das kann im Wege der Jugendamtsurkunde geschehen sein. Das kann im Wege eines familiengerichtlichen Verfahrens erfolgt sein, vergleichsweise oder tatsächlich durch Beschluss des Familiengerichts. Es kann aber auch eine notarielle Urkunde erstellt worden sein. Aus diesen ergibt sich die Unterhaltsverpflichtung und stellt den Titel dar. Das heißt, mit diesem Titel kann der Unterhaltsberechtigte, das Kind, vertreten durch den Elternteil, den anderen Elternteil, grundsätzlich seine Unterhaltsleistung bei euch dann auch vollstrecken. Und das macht die ganze Angelegenheit dann gefährlich, denn wenn der Titel existiert, einfach einstellen, weil ihr möglicherweise tatsächlich weniger Einkommen habt, ist sehr gefährlich. Deshalb unser Rat ganz klar signalisiert den entsprechenden Stellen, dass eure Einkommensverhältnisse sich verringert haben. Wem gegenüber? Natürlich dem Unterhaltsberechtigten. Ist es das Kind? Ist es noch minderjährig? Regelmäßig natürlich dann dem anderen Elternteil gegenüber. Lässt sich der Elternteil auf eure Argumentation ein? Sagt er, okay, die tatsächlichen Einkommensverhältnisse akzeptiere ich, dass sie sich verringert haben. Lasst euch dies sicherlich dann auch, um es mitunter zu einem späteren Zeitpunkt zu beweisen, schriftlich geben. Alleine mündliche Vereinbarungen haben wir hier recht häufig. Die sind natürlich bei einer harten Auseinandersetzung meistens so, dass sie nicht bewiesen werden können. Die Gespräche finden unter vier Augen statt und da seid ihr dann in der Beweisschwierigkeit, dieses Gespräch dann, wenn es darauf ankommt, auch vor Gericht möglicherweise zu beweisen. Deshalb unsere Empfehlung natürlich, macht es sicher, lasst es euch schriftlich geben. Ist das Kind möglicherweise berechtigt, im Wege des Unterhaltsvorschusses über die Behörde Leistungen zu beziehen, kann sich die Situation natürlich dann für euch als Unterhaltsschuldner auch dahingehend gestalten, dass es nicht das Kind direkt ist, sondern die davorstehende Unterhaltsvorschusskasse, das Jugendamt. Dann müsst ihr an diese Stelle herantreten und natürlich dann mit dieser Stelle auch eure verringerten Einkommensverhältnisse besprechen. Augenblicklich haben wir solche Fälle.
Beim abhängig Beschäftigten lässt sich dies sehr schnell darlegen, im Wege, dass jetzt die ja, korrigierten, verringerten Einkommensnachweise durch die Gehaltsbezüge dargelegt werden können. Beim Selbstständigen ist es etwas schwierig und je nachdem, welches Jugendamt ihr da erwischt, stehen die tatsächlich auf dem Standpunkt, dass Vermögenseinbußen des Selbstständigen erst im kommenden Jahr durch die Steuererklärung abgedeckt werden und bewiesen werden können. Das bringt euch natürlich überhaupt nicht weiter, denn ihr habt jetzt aktuell die Einbußen, die ihr spürt und könnt jetzt aktuell diesen Unterhalt mitunter nicht zahlen oder aber es ist dann nichts mehr übrig. Auch in diesem Fall muss es unseres Erachtens Möglichkeiten geben, als Selbstständiger schon zu handeln. Und sei es, dass ihr dem Jugendamt dann durch eure BWAs schon frühzeitig signalisiert über euren Steuerberater, dass Einbußen, Einbrüche da sind. Erfahrungsgemäß ist es dann so, dass sich die Jugendämter auch durch die Vertretung durch einen Rechtsanwalt dann sicherlich auch darauf einlassen müssen, dass die Situation jetzt schon abgedeckt werden muss, beziehungsweise sich die Unterhaltszahlungen dadurch dann ermäßigen. Habt ihr diese Situation, dass ihr, je nachdem wer es ist, Jugendamt, das Kind vertreten durch den anderen Elternteil oder aber euer Ex-Partner sich überhaupt nicht auf Diskussionen mit euch einlässt, die ganze ja, Situation ausblendet, sie mehr oder weniger als Verringerung der Einkommen, also das verringerte Einkommen einfach ausblendet und auch dadurch eine verringerte Unterhaltszahlung nicht akzeptieren möchte, dann seid ihr tatsächlich gezwungen, ganz besonders dann, wenn ein Titel besteht, an diesen Titel heranzugehen. Und den müsstet ihr dann gegebenenfalls auch im Wege einer Abänderung ja, verändern. Diese Abänderungsverfahren familiengerichtlich sind natürlich vorher eingehend zu prüfen, ob Erfolgsaussicht besteht. Unser Video heute, zum heutigen Zeitpunkt, Anfang Mai, ist sicherlich so, dass wir, was dafür notwendig ist, das zeitliche Moment und das Umstandsmoment, beides, je nachdem, wie ihr betroffen seid, mitunter jetzt haben. Es geht insbesondere nicht, dass ich ein Abänderungsverfahren betreibe, wenn es nur eine sehr kurzfristige Phase ist, in der ich ja, verringerte Einnahmen habe und die sich sehr zeitnah wieder auf das Level erholen, die auch der Unterhaltsverpflichtung zugrunde gelegt wurden. Immer dann scheidet ein Abänderungsverfahren schon von vornherein aus zeitlichen Gründen aus. Haben wir nicht. Corona-Krise geht jetzt in gut 2 Monate. Haben wir die Corona-Krise? Absehbar, wie lange das noch ist, können wir alle nicht. Aber wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir durchaus auch mit Erfolgsaussicht Abänderungsverfahren einleiten können. Zu dem zeitlichen Moment muss natürlich auch dieser Einkommensverlust auf eurer Seite schon eine gewisse Qualität haben. Das heißt, minimale Abweichungen, die dürften dann auch nicht zum Abänderungsverfahren berechtigen. Also es wird sicherlich so sein, dass wir bei dieser 10-prozentigen Grenze liegen. Immer wenn es unter 10% geringer sein sollte, ist das Abänderungsverfahren nicht einzuleiten. Andererseits, seid ihr über 10% betroffen, ist es berechtigt einzuleiten. Seid ihr betroffen in den Konstellationen, die ich hier versucht habe, euch im Überblick zu schildern, kommt zu uns, meldet euch. Wir antworten auf eure Anfragen ganz bestimmt und vollumfänglich. Wenn es dann dazu übergehen sollte, dass ihr ein Verfahren einleiten wollt, stehen wir euch natürlich auch zur Verfügung. Vielen Dank für euer Interesse.